Heute stellen wir uns die Frage: Frisst Gier Hirn oder wie sieht es aktuell aus am Aktienmarkt? Dafür schauen wir uns mal die Börsengänge an in Deutschland über die letzten 12 Monate. Ist immer ein sehr guter Indikator. Und dann gehen wir noch auf meine 3 Highlights ein. Auf geht's! So, wie ist es im Aktienmarkt? Gewinnt die Gier oder gewinnt noch das Hirn? Das schauen wir uns jetzt an. Um einen guten Einblick zu gewinnen, werfen wir einen Blick auf die Statistik. Hier sieht man, wie viele Börsengänge stattgefunden haben seit 2009. Und gerade in den Jahren, wo viele Börsengänge stattgefunden haben, waren die Investoren besonders gierig. Hier konnten sozusagen die Unternehmen, die auf dem Weg zur Börse waren, einen besonders hohen Preis erzielen. Und das Umfeld war auch gegeben für einen Börsengang, IPO. Und wie war das jetzt in den letzten 12 Monaten? Hier sieht man 12 Börsengänge, das heißt schon eins der besseren Jahre. Und das merkt man auch. Also das Umfeld, gerade im Bereich E-Commerce, war so kräftig, dass in dem Bereich einige Unternehmen an die Börse gegangen sind. Wir schauen uns mal gleich ein paar an. Warum gehen Unternehmen an die Börse? Zum einen, wenn sie Kapitalbedarf haben, das heißt, wenn sie eine neue Fabrik bauen wollen, ein neues Produkt entwickeln wollen, dann brauchen Unternehmen in der Regel Geld und dieses Geld kann man sich am Börsenmarkt holen. Das ist sozusagen das Eigenkapital, was reinkommt. Das ist nur beim Börsengang der Fall oder bei einer Kapitalerhöhung, wenn sie sonst Aktien halten oder Aktien kaufen und verkaufen im Jahresverlauf, dann kriegt das Unternehmen an sich kein Geld. Es fließt kein weiteres Geld rein, sondern nur bei den Ereignissen Börsengang oder Kapitalerhöhung. Warum geht man sonst noch an die Börse? Um eine gewisse Eigenständigkeit zu bekommen. Was meine ich damit? Das schauen wir uns gleich an. Ich habe da ein gutes Beispiel und natürlich, um auch gute Mitarbeiter zu binden, um auch die Eigentümerstruktur langfristig auszurichten. Meine 3 Beispiele, die ich mitbringe, sind Vantage Tower, Mr. Spex und About You. Fangen wir an mit Vantage Tower. Das Unternehmen haben wir auch begleitet. Wir waren Vodafone-Aktionäre und haben uns natürlich diese Ausgliederung der Funksparte sehr genau angeschaut. Und man muss sagen, es war eins der besseren IPOs dieses Jahr. Denn unterm Strich steht hier ein stolzes Plus von knapp 32%. Das heißt, seit dem Börsengang, hier ist man sozusagen mit 24 Euro an die Börse gegangen, hat sich das Unternehmen gut entwickelt. Und das trifft auch operativ zu. Zum einen konnte halt die Vermietungsquote gesteigert werden, indem man außerhalb der Muttergesellschaft war Vodafone und Vodafone hat Vantage Tower an die Börse gebracht, auch andere Mieter bekommen hat. Zum Beispiel Telekom, Telefonica oder jetzt, der große Schlag kommt jetzt, 1&1. Hier gab es eine Partnerschaft, sozusagen Verträge bis ins Jahr 2040, dass auch 1&1 jetzt die Funkmasten nutzen darf von Vantage Towers und dafür natürlich regelmäßig zahlt. Und das macht das Business so beliebt. Diese stabilen Cashflows, die regelmäßig reinkommen und die wiederkehrenden Free Cashflows, die man auch ungefähr mit 9% jedes Jahr steigern möchte. Und auf Basis dessen wird dann auch die Dividende ermittelt. Also Vantage Towers kann langfristig auch ein guter Dividendenwert sein. An sich ein Börsengang, der sich mal gelohnt hat. Hingegen, was sich gar nicht gelohnt hat, war Mr. Spex. Jetzt fragen Sie, warum? Das Brillenbusiness ist doch grundsolide und vor allem halt mit Bildschirmarbeit, mit zunehmender Kurzsichtigkeit, mit mehr digitalen Geräten werden die Augen auch alles schlechter und auch mit demografischem Wandel müsste eigentlich für den Brillenverkauf sprechen. Das stimmt grundsätzlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Perspektive langfristig stimmt, aber gerade beim Börsengang auch der Preis stimmen muss. Und das war bei Mr. Spex nicht der Fall. Er war viel zu teuer. Deswegen hat sich das Unternehmen seit Börsengang auch halbiert. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, eine Brille online zu kaufen. Wer hat das schon mal gemacht?
Ich noch nicht, weil es auch schwierig ist. Die Linsen müssen angepasst werden. Es muss zentralisiert werden. Dann muss der Rahmen stimmen. Das heißt, schlussendlich sind das alles kleine Tätigkeiten, die trotzdem von mir verlangen, dass ich wieder zurück ins Geschäft gehe, um da einfach meine Brille genau anpassen zu lassen. Das kann Mr. Spex mit dem Partner 4 anliefern, aber der Markt hat dieses System noch nicht richtig erkannt und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also hier ganz klar ein Börsengang, der mit Gier getrieben war und der sich schlussendlich als Luftnummer herausgestellt hat. Ein weiterer Börsengang ist About You. About You wurde sozusagen von dem Familienunternehmen Otto ins Leben gerufen. Also eigentlich auch ein ganz spannendes Unternehmen. Konzentriert sich auf den Verkauf von Mode bei der jungen Bevölkerung. Hier macht man schon einige Sachen wirklich gut, dass man halt mit Influencern arbeitet, dass man sehr modisch unterwegs ist und Ideen gibt den Leuten und schlussendlich auch sehr schnell wächst und immer mal wieder neue Länder aufbaut und die Wachstumsraten sind hier fast bei 50%. Also hier kann man schon gespannt sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat seit dem Börsengang, auch negativ mit einem Minus von 17,2%. Was noch spannend ist an dem Unternehmen ist die eigene Plattform. Diese Technologie, die sozusagen wirklich absolut gut ist im Vergleich zu anderen, wie man halt über die eigene Plattform, über das App die Sachen verkauft, bietet man jetzt auch als Softwarelösung anderen Marken an, wie zum Beispiel Tom Taylor und. Und diese zahlen dann sozusagen monatliche Pauschalen und das ist durchweg profitabler als das Handelsgeschäft. Also hier bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aktuell hat die Börse diesen Börsengang noch nicht so gut aufgenommen, aber das Wachstum ist weiter intakt. Irgendwann sind auch die Cashflows profitabel. Warten wir mal ab, was sich da weiter ergibt. Also, wie wir gesehen haben, wenn man sich bei Börsengängen beteiligen möchte, muss man auf den Preis schauen. Ist der Preis wirklich viel zu teuer? Und wie sind die Zukunftsperspektiven? Also muss man da halt auch ein smarten Blick drauf werfen, Geduld haben und unterm Strich auch nur das kaufen, was man wirklich auch vielleicht selber nutzt und versteht. Weil teilweise werden diese Börsengänge von Gier getrieben, weil die Banken, die dahinter stehen, verdienen entsprechend Provisionen und dann klopfen sie natürlich überall an, auch möglichst bei ungebildeten Investoren und möchten da die Aktien an den Mann bringen. Wenn Sie geduldig abwarten und gelegentlich schauen, kann es was geben, aber in der Regel muss man wirklich bei Börsengängen mehrmals hinschauen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments. Servus!